Wir warten, Josh. Wir warten, Josh. Oh, Yoshi, mach doch mal. Hallo und herzlich willkommen zu... Ach, was weiß ich denn? Hack hostet direkt... Mario Party 5! Wow! Der echte fünfte Teil der Mario Party-Reihe! Ich bin begeistert! Also eigentlich ist es ja der... Begeistert! Teil. Also eigentlich juckt das kein. Doch! Ratio, Siggi, Ratio! Du weißt nicht mal, was das bedeutet. Das weiß niemand, das ist nicht lustig. Dann, ja, eben. Dann hör auf. Oh mein Gott, Siggi, ich liebe deinen Tweet. Ich will seinen Tweet sehen. Oh mein Gott, ihr werdet nicht glauben, was Marino mit dem Bürgermeister vorhat. Das war ein gutes... Das ist einfach ein Machen wir eine Teamparty, ja, oder? Oh shit, ja. Was ist eine Teamparty? Hack, wir haben Mario Party 4 gespielt. Was ist wohl eine Teamparty, hä? Und Sebastian. Mann. Marino, du musst mal deinen fetten Finger da wegnehmen, damit ich auf Yoshi gehen kann. Deinen fettigen Fettfinger. Danke. Jetzt muss Hack noch ihren fettigen Finger da wegbewegen. Ich kann meinen Controller nicht bewegen. Oh, so eine Neuigkeit aber auch. Ist dein Controller nicht angeschlossen oder was? Ja. Soll ich nochmal neu starten? Okay. Ja, das war's, oder liebe Leute. Was mach ich denn? Weil, wieso funktioniert mein Controller nicht? Habt ihr jetzt beendet? Hä? Ich habe auf Spiel beenden gedrückt. Stand das bei euch? Okay, ich hab das bei mir ist es okay. Ja, okay. Hack, du gehst cool. Auf Option Controller-Einstellung. Und da kannst du den Controller gucken, ob der da angezeigt wird. Sorry, Leute. Hack-Probleme. Jeder kennt sie. Like, wenn ihr kennt. Mann. Mit 10.000 Likes spielen wir Mario Party 4. Nein. Warum ist Hack jetzt aus dem Raum rausgegangen? Damit sie ihren Controller einstellen kann. Dafür muss man aber nicht aus dem Raum rausgehen. Du. Ich? Warum hast du Rätsel als Kategorie eingestellt? Das sind die automatischen Tags bei Mario Party 5, die kann ich nicht rausnehmen. War da nicht doch Judentum dabei, oder was war das? Nein, das Judentum kam, als ich auf Text draufgedrückt habe, wo ich Text durchsuchen kann. Da werden mir vorgeschlagen, kann ich kurz über OBS das kurz zeigen? Wenn ich auf Text durchsuchen drücke, ist jüdisch das Erste, was da kommt. Ach so, natürlich. Wir sind hier ein echter jüdischer Stream. Jo. Ha, kommst du wieder in den Raum rein? Warte doch mal 5 Sekunden bei so einer Sache. Mann, ich kann nicht. Mann, ich bin ungeduldig. 5 Sekunden, bevor das überhaupt funktioniert. Kommst du denn jetzt? Nee, ich bleib hier mal weg. Aber ich wollte meinen Zuschauern doch noch das Judentum näher bringen. Ey, ich geb dir gleich was auf deine Fresse, wenn du so scheiße laberst. Das Judentum? Halt die Schnauze! Wir beide. Ansage gegen Dr. Yoshi. Ansage gegen das Judentum. Oh Gott. Nun denn. Heute spielen wir die Kartenparty. Mario Kartenparty. Mario Karti Party Party. Wer ist Karti? Eine Mama. Ja. Oha. Wild. Mario Bart. Hack ist tot. Oh je. Okay, was für Team? Maroni, du hast Faloroni, deswegen darfst du dir die Teams aussuchen. Mit wem willst du im Team sein? Ich bin mit Hack. Oh wow, ouch. Okay, hi Siggi. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Wir sind die Getan, Hilfe. Wir sind die Dino-Cousins. Oh mein Gott, wir sind die Dino-Cousins. Best Bart. Und du darfst auch das Brett aussuchen. Oh, hätte ich doch... 3, 2... Mach Piraten-Dingsbums. 1...
ja. Sag mal, warum kommen eigentlich nur die Bretter, die ich schon mit Siggi gespielt habe? Wann haben wir bitte Pirate Dream gespielt? Haben wir nicht. Ich meine, wir haben das mal gespielt irgendwann. Wir haben doch nur Street Dream gespielt. Das zweimal. Ja, nee. Haben wir nicht irgendwann auch einfach mal Pirate Dream aus Spaß gespielt? Wann haben wir jemals Mario Party 5 gespielt? Außer für das Video. Das Video war gut. Das beantwortet meine Frage, aber nicht. Ich meine, wir haben irgendwann... Egal, kann auch sein, dass ich mit wem anders gespielt habe. Du redest wieder Blödsinn. Auf jeden Fall alle Blödsinn. Auf jeden Fall habe ich am meisten Sweet und Pirate Dream gespielt. Das ist lustig, ja, dass die als erster rankommen. Pirate Dream ist halt auch das beste Brett. Muss man ganz klar sagen. Kann ich die Order über gleich bleiben, dann muss ich eure Avatare nicht auf dem Thumbnail jedes Mal neu anordnen. Beschwer dich bei mir am Motor. Das ist anstrengend. Oh Leute, bei dem Teil teilen wir uns alles, okay. Ja. Ist quasi Kommunismus. Also, Josh. Also, Siggi. Ich hoffe, ich bringe dir nicht zu viel Pech. Ich hoffe, du wirst wieder so einen guten Job machen wie in der letzten Party. Hey, ich habe einmal gewonnen. Ja. Das heißt. In Mario Party 4 habe ich auch nur eine Party und die mit dir gewonnen. Also mal gucken, ob wir es hier wiederholen können. Hast du nicht Boost Haunted Bash gewonnen? Ich sag dir eine Party und die mit dir. Ah, okay. Du nuschelst so, deswegen. Ich nuschel. Mario, die beste Teil der Reihe, aber ich gerne. Also, naja, es ist nicht wirklich so, dass du sagst, es ist besser. Ja, Leute. Tut mir leid, wenn ich nuschel. Ich werde jetzt meine Sprache dem Hochdeutschen anpassen. Das freut mich aber sehr, Dr. Yoshi. Du. Tut mir leid. Lederskeder. Das kann Dr. Yoshi. Das kann Hack nicht. Mir egal, was Hack kann. Du bist jetzt mein Team, Compadre. Ich bin jetzt Hack. Nein? Nee, du bist huckloser Bzz. Warte, wer bin ich? Achso. Mann, Siggi, dein Panzer war mir im Weg. Ich dräng Marino ab. Ja, gewinn Mann, du. Ah, wow, das hast du auch gut gemacht, Josh. Hey, er war sehr weit hinter dir. Was kann ich dafür, wenn er aufholt? Ich bin müde, ich kann das Spiel nicht. Gute Nacht, Siggi. Nacht. Ist ab! Achso, es ist nur eine Runde. Josh, zieh! Richtig durch die Nase gezogen. Nein, wie mein Kokain. Hui. Können jetzt mal Spiele kommen, die ich kann? Mann, die ganze Zeit kommen nur Spiele, die Hack nicht kann. Die Dino-Cousins. Warum ist Cousin so ein dummes Wort? Ich weiß, man spricht das Cousins aus, aber mit Cousins klingt es lustiger. Oh, hör auf. Das ist nicht lustig, Josh, wenn man sich über die Aussprache anderer Leute lustig macht. Ich mache mich über meine eigene Aussprache lustig, weil ich sie lustig finde. Ja, aber du bist rassistisch. Also ich werf den Klepto zu, fang. Warum wirfst du die auf das Feld? Die hätten wir benutzen können. Ja, aber das wäre nicht lustig gewesen. Oh mein Gott, ich will Hack im Team haben. Was hab ich jetzt wieder gemacht? Außerdem, wo ist das Problem? Ich hab doch gerade eine neue geholt. Nein, das geht mir ins Prinzip, dass du einfach die Kapseln wegwirfst. Aber wenn die auf Felder sind, so viel lustiger. Erinnere dich auch noch an die Twister. Du musst an die... Ja, die Twisters kannst du hinwerfen, wo du willst, aber denk doch an die Strategie. An die Strategie. Wir haben eine Strategie? Wir haben eine Strategie. Oh. Bei 10.000 Likes offenbare ich meine Strategie. Ja, noch meine 3. Guck, jetzt landet sie auf Klepto und kommt nach vorne. Ja, das war doch meine Strategie. Das ist keine Strategie, das ist dämlich. Wenn Hack jetzt zu dir kommt, bekommt das Maroni-Team kein... was auch immer. Keine zweite Kapsel. Aber ich werde eh immer bei Rouletten ausgewählt, daher macht's keinen Unterschied. Pass auf, dieses Feld wird uns noch was bringen. Nö. Oder den Gegnern, eins von beiden. Oh, ein Battle, cool. Battle im Minigame. Wer hat Lust auf einen Button-Masher? Ich. Nice. Dann gewinnen wir. Nehmen wir Taco Dosen. Oh, ich hab schon gewählt. Sorry, Siggi. Oh, Josh. Ich hab aus Versehen die Mitte gewählt. Aber ich bin in der Mitte. Das ist links. Das ist, links. Glücksminispiel.
Du hast Astrological ausgewählt, ja. Josh. Das heißt, wenn ich jetzt das auch auswähle, kommt Tagodori. Fuck. Ziggy, du bist ja. Der Beste. Danke. Was macht man da überhaupt? Armashen. Oh, ich hasse dich. Warum? Ich hasse euch. Ne, das war alles geplant. Hey, Junge, ich mach mein Bestes, aber nee. Au. Hi, Marino. Hallo. War ich jetzt besser als Marino und Yoshi? Ja. Ja, Mann. Cringe Step, woo. Wird das jetzt auf ewig so weitergehen, Hack? Ja, ne Trostmünze. Ja. Sigi, wir haben 4 Münzen plus gemacht. Ernsthaft? Nein, haben wir nicht. Wir haben 24 Münzen plus gemacht. Wir teilen uns das Geld. Ja, aber wir haben ja insgesamt 40 Münzen einzahlen müssen. Deswegen. Nö. Ne. Gratis Geld hier gemacht. Gratis Geld. Gratis Geld ist es. Gratis Geld ist gut. Investieren Sie jetzt in Gratisgeld. Gratisgeld ist gratis. Okay, das geht nicht. Bei riesigen Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Yo, ich krieg die ganze Zeit Warp-Hypes, okay. Okay. Maroni okay. Warpt sich zum Sterne-Roni. Warp. Nein, Josh, bitte. Ich muss irgendwie herausfinden, warum wie darf ich nicht sitzen? Ja, dann halt nicht, Mann. Das wäre ja so dämlich. Könnt ihr mal aufhören, ganz eine 3 zu würfeln? Das ist ja schrecklich. Was, hast du was gegen Dreier? Ja. Okay. Oha. Probiert. Mach ich mit dir, warte, was? Okay, Hack. Das funktioniert so nicht. Okay. 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 Hi, Siggy, komm kuscheln. Okay. 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 Hey. Hack, wirf eine 1. Danke. Gib mir was Cooles. Okay, hier. Oh, Duell. Oha, wie cool. Das ist wirklich cool. Hack wird mich zu einem Glücksspiel herausfordern und ich werde sowas von verlieren. Wenn wir beide einen Stern haben. Der Sterne Reno ist da oben. Oh, das ja, ist... ich kenne diese Map auch in- und auswendig, Yoshi. Hey, da sind Changeham auf dem Feld. Das war eine Feststellung. Du weißt nicht, wo der Stern ist, du bist dumm. Ich wusste es selbst nicht. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Drück R. Ja. Nein, ich meine den Changeham. Achso. Ah, der ist da auf den Schienen. Da. Da ist das Feld. Das Blaue. Ach, hier. Nam, nam, nam. Genau. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Kannst du Y drücken? Ich will aber nicht Minusgeld machen. Aber da hast du gerade Gratisgeld bekommen. Yay, Gratisgeld. Oh. Peng. Maroni Gratisgeldoni. Ach nee, Moment, mir ist sehr gefallen, dass das hier. Oh nein, nicht schon wieder. Dieses Spiel. Erst A, dann B, dann A. Ja. Ich kann dieses B nicht. A ist okay, aber B ist. Voll schwierig. Der B-Button auf dem Gamecube ist zu klein. No. Du bist zu klein. Ja. Hast du mal meine Warte. Nase gesehen? Ich weiß nicht, wie groß bist du denn? Ich rede von meiner Nase. Aber wie groß bist du denn? Keine Ahnung. 1,80er Bereich. Oh, oh Gott. Das ist so ein bisschen strammer, Max. Ich bin voll klein. Ah! Oh. Ich bin ein Fuß hinter Marino. Ja, okay. Zum Glück hätte ich mich ja, gar nicht anstrengen brauchen. Oh, nicht ganz deinen Rekord erwischt. Tut mir leid. Entschuldigung, angenommen. Warum klingt die Hintergrundmusik wie aus Paper Mario 1? Ja, guck dir den Hintergrund an. Das ist ganz klar Chapter 6. Chapter 7. Chapter 7 war ein Eisgebiet. Was für Chapter 7? Oh, ich dachte gerade, Chapter 7 wäre die Blumenwiese gewesen. Das war Chapter 6. Nein, ich bin immer Paper Mario Experte, okay? Tut mir leid. Stell mich nicht in Frage. Was soll ich nicht in Frage stellen? Ich frag nur. Ich frag für einen Freund. Ich freund für einen Frag. Warum haben wir endlich Klepto und ihr die Warp-Pipes?
Ja, aber... Josh, komm schon. Weil ich klein bin. Was hat das mit dem... Aber ich bin wirklich klein. Maroni, drück Y. Ja, sorry. Ja, ich wollte... Okay. Ich ja. kann jetzt offiziell bestätigen, dass Dr. Yoshi größer als ich ist. Okay. Wie groß bist du, Yigi? Irgendwie 1,70 oder so. Nur noch größer als... Okay, Marino, ja, gut. Das gute alte Gratis-Geld ja. wird niemals Marino, alt. Wie groß bist du? Was? Wie groß? 1,74. Ihr seid alle viel zu groß für mich. Sorry. Bin nicht mal 1,60. Oh, das ist toll. Ich bin 1,58. Hey! Ich kann nicht gut würfeln. Oh mein Gott. Ja, gut, aber ich war in meiner Klasse 1,60. Sogar der. Aber ich bin trotzdem. Ich war in der Klasse sogar von den Jungs her immer der Kleinste. Das ich bin nochmal die Kleinste gewesen. Hey, ich lande auf dem Fragezeichen. Auf geht's. Ich mach das Fragezeichen. Ich sterbe. Oh, es kotzt dich einfach nach unten, okay. Du hast es überlebt. Ziemlich brutal. Tu nicht so, Siggi. Ich kratze am Rand meines Überlebens. Hust, ich will meinen davon verwenden. Mach das. Siggi hat mich angeschnallt, wenn ich das getan hätte. Stimmt. Oh, viel Spaß mit dem Stern. Danke. Nee, so weit ist sie noch nicht. Echt nicht? Du musst sechs Felder. Eins. Falsche Richtung. Wenn du dem Steinblock 10 Münzen bezahlst, kommst du nach oben. Und dann nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt du kommst auf das Tauschfeld, das ist ein bisschen sehr belastend. Echt? War nicht nur ein normales Feld? Nein, da waren, ich glaube bei der 6 kam das Tauschfeld. Ein Feld vom Stern landet sie, glaube ich. Oh! Da war so ein Tauschfeld. Bin ich hier? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment, noch wieder anrufen. Ich werde eh hochlaufen, von dem her. Jo. Und geh dann nach links. Vielleicht spawnt dann der nächste Stern irgendwie dort. Oder so. Okay, Huck, du bist gemutet. Was soll das? Okay, bye bye. Tschüss. Wir bei Dr. Yoshi nehmen das Wohlergehen unserer Teilnehmer als obersten Priorität gedönt. Deswegen ja. spenden wir 5 Euro an die internationale Gesundheitshilfe. Ausbeutung, weil nur so gute Produkte entstehen. Wie kommst du eigentlich immer auf diesen Scheiß? Wenn ich das wüsste. Ja, ne? So, ne? Mhm. Und? Meine ja, Twitter. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung, nun, Leute, dass TikTok die beste Plattform ist. Ja, yep. Genau. Gerüchte zu Chat. Okay. Entschuldigung, meine Arbeit hat mich angerufen. Wie an meinem letzten Urlaubstag. So, Marino, was meinst du? Soll ich hier auf diesem blauen Feld oder soll ich... Kommst du nicht aufs Grüne? Glück Nein. Warte, also du kommst safe, also wenn du nach oben gehst, dann kommst du ja safe auf das Tauschfeld, oder? Oh nee, hast recht, kann ich zählen. Siehst. Huh. Kannst ja auch noch einen anderen Weg. Was landest du genau? Auf blau. Auf blauen Feld. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, siehst. Hier auch auf dem blauen. Okay, dann geh hoch. Nee, warte, du, oder machst du, ja. Ja, komm hier hoch, ja. Hier hin? Das wäre super lustig, wenn ich mich verzählt hätte und gar nicht mal auf dem Tauschfeld gelandet wäre. Nee, warte, das Tauschfeld wäre beim... Warte mal. Das wäre da Baum gewesen. Ja. 1, 2, 3, 4, siehst du, ich hab doch gesagt, sie kommt auf ein blaues Feld. Du hast recht, ich kann nicht zählen. Ich hasse dich. Naja, Marino, dann musst du beim nächsten Zug bitte ganz... Ich hab Pech, mir zu vertrauen. Geh nach links, sonst geben wir viel zu viel Geld aus. Vertraut mir niemals. Jetzt vertraue ich dir auch nicht mehr. Merk ich mir. Und wir wissen immer noch nicht, was Marino mit dem Bürgermeister vorhat. Das wollt ihr nicht wissen.
Hotel Gumba. Bürgermeister. Muss ich wieder überlegen. Ich glaube, hier schlagen. Das war einer meiner besten Videotitel. Okay. Hack, wir schaffen das, okay? Vorausgesetzt, Hack findet ihren B-Button. Na, kritisch. Ich bin gleich auf mit Maronius, Macaronius. Maroni, los! Ah, okay, wow, ja. Josh, gute Leistung. Ja, Marino okay, hat auch verkackt, alles gut. 5 Millionen IQ. Ja. Dumm. Mann. Erst denken, dann schlagen, Josh. Also hätte ich den kleinen Timmy nicht verprügelt, so, um ihm sein Pausenbrot zu klauen. Was hat Timmy jetzt damit zu tun? Das war ein Goombas. Wenn Timmy zur Schule geht. Habt ihr das damals gesehen? Nein, okay. Ja, gut, du hast die Frage beantwortet. Oh Mann, ich bin alt. Ja, jetzt machst du eine Eins. Was soll das? Ach, ich raste aus. Komm schon hier, los. Das Karma zahlt sich aus. Das Karma? Was für Karma? Nee, das Karma, ja, keine Ahnung. Let's go. Ja, noch dann wieder auf Sigi. Sigi, du hast einfach viel zu viel Lack. Ja, toll, das ist jetzt... Ich komme jetzt 2 Felder nach vorne. Ja, das bringt sehr viel, du Schlawiner. Selber, du nette Person. Ich geh zu Marino. Du Person. Bruder muss los. Hi Maronius, Macaronius. Mann, ey, hätte ich jetzt eine Pilzkapsel, das wäre schön. Hey, du landest auf dem Tauschfeld, Schwinker. Scheiße, jetzt bin ich auf dem Tauschfeld. Ja, da gehe ich lieber nach links, ne? Ich mag den Lag. Das ist ein neues Feature. Gar kein Tauschfeld. Oh. Hack? Was machst du da? Du kannst doch selber benutzen auf dich und dann hoffen, dass du auf Sigi dingst. Oh, okay. Ich war auch sehr verwirrt, warum sie dich platzieren wollte. Also bitte, wie wahrscheinlich wäre das denn? Okay. Es wird eh mich erwischen, weil es immer mich erwischt. Guck mal. Oder Macaronius. Das ist der Rote. Hi, Hack. Oh, shit. Du bist ein King. Du bist ein King, Hack. Hack, komm zum Stern. Curry King. Ja. Ha, Prank, ich hab mich verzählt. Ha, kommt noch aufs Tauschfeld. Ach so, Mann, schade. Noch von vorne, bitte. Oh, ganz Mensch, ist Kinder. Vorne. Nö, ich will nicht. Junge. Nimm diesen Stern, du Pietsohn. Was ist eigentlich eure blaue Kapsel? Ein Twister? Das ist ein Duell. Achso. Josh, das kannst du nicht verkacken, oder? Ich hatte gerade eine Eins, ich hab gerade eine Eins gewürfelt. Bitte sag, du kannst es nicht verkacken. Wenn ich noch 50 Einsen würfel, vielleicht. Hey, ein Buttonmasher. Will Flower, das ist der Bruder von Will Smith. Warum gibt es so viele Buttonmasher? Warum existieren die? Oh, wieso die ganze Zeit irgendwie Smash spielen? What the fuck? Du musst dein... Entschuldigung, was? Ich finde dieses Spiel so lustig, einfach. Man kriegt einfach voll einen Schlaganfall oder so. Du musst deine Willenskraft auf die Blume senden. Wie lange noch? Ich hab Xbox-Taste gedrückt. Was für so. Xbox-Taste? Was für eine Xbox-Taste? Ja, die, wenn man beim Xbox-Controller auf das Xbox-Logo drückt. Wie kommst du dahin, das Gaming-Menü von Windows. Ich hab einen PlayStation-Controller. Ich mag Xbox, man. Wir hier bei Maroni Macaroni spielen auf legaler Hardware. Ja. Mit Xbox-Controller. Ja, legal. Legal TV. So. Legal LP. Marino, du hast gar nichts zu dem funny Video gesagt, was ich dir auf Telegram geschickt habe. Ja, weil du es ihm auf Telegram geschickt hast. Ich hab's gesehen, sorry. Das ist ja so typisch. Josh. Wieso warum machst du sowas? Weil sie so schlecht ist. Hallo? Lächerlich. Ja, und?
Was macht das für einen Unterschied, wenn ich selbst drauf lande? Alles. Aber das war mein Kapsel. Du darfst ihn nicht überschreiben. Ja, und? Das ist illegal. Uno, dos, tres, cuatro. Hallo. Hallo, Hack. Ich bin Hack. Hallo, Hoogie. Hallo. Kannst du es beweisen? Objection! Du bist nicht Hack. Was ist das? Ist es wieder ein Mech-Spiel? Ja. Quasi. Achso, das. Ich warte nur auf Mathe-Athleten. Nein. Wir können gar keine 1 gegen 3 Spiele bekommen. Das stimmt. Nein, ja. Junge, ich hasse mein Leben. Okay, Marino will mich einfach direkt stampfen. So. Ich bin zu dumm, mir das Teil. Ja, ich verkack grad alles. Hack, hol dir den. Hey, Hack. Jetzt bin ich nur Hunger, du fette Nase. Siggi, halt durch. Warte. Nö. Ja. Gut so, Josh. Hey, du hast mich schon lang. Und gewonnen. Das Spiel ist super, ich liebe es. Also bisher habe ich noch kein Spiel hier wirklich, wo ich denke, ja, cool. Hm. Oh. Ein Pinguin. Was mit dem Pinguin mit dem schwarzen Quadrat? Maronius, willst du ein Duellius veranstalten, Russ? Nein. Wenn du jetzt eine 1 würfelst, ne? Oh, mein Lieblings-Mario-Party-Teil. Gar nicht. Wo war du musst den, noch den Wump bezahlen. Den, wann spielt ihr eigentlich die? Mario Party 1? Doch, die heißen Wump. Das ist eine gute Frage, Hack. Und die werden wir dir aus Prinzip nicht beantworten. Warum nicht? Weil Josh Mario Party 1 nicht leiden kann. Warum nicht? Weil er alt ist. Warum nicht? Damals 1978. Warum nicht? Lass mich dir doch erstmal meine Geschichte warum erzählen, nicht? Kindchen. 1978, Schulhof. Damals war ich mit den Brüdern Ahmed und Güntmet auf dem Kinderspielplatz verabredet. Wir haben Mario Party 3 gespielt und dann meinte einer, oh, das Spiel ist zu gut. Heiliger will den Schuss hören, den du immer sagst. Ich dachte, du wolltest es hören. Ich hab mir jetzt einen Stern. Hab ich nicht gelesen, was du da hast. Ein Hemmer. Ich will auch was Cooles bekommen. Eine Pilzkapsel, die ist ziemlich cool. Danke. Ich will auch cool sein. Tja, bist du aber nicht Pech gehabt. Um cool zu sein, brauchst du erstmal Drip. Huh. Als ob! Interessant. Nimm einfach den Reverse. Okay. Wir hier bei Yoktodoshi mögen Gehweier. Wenn auch Sie Surskit mögen, lassen Sie ein Like da. Glück gehabt, Josh. Wusstest du, dass Maskeregen Bedroher hat, weil es bedrohlich ist? Ich weiß ja nicht, wie Maskeregens englischer Name ist. Das ist Maskerain. Also quasi dasselbe. Maskerain, natürlich. Ja. Oh, die Kirby Piranhas. Was ist das für ein Spiel? Steht eine Piranha-Pflanze bewegt sich anders als die andere und du musst den richtigen Knopf von der dann auswählen. Kann man einfach mashen wie in Mario Party 6 Minispiel? Nein, da ist ein Zeitlimit. Mathe A, B, Y, X, ich verwechsel die immer. Dann leg die dir so, dass du sie nicht verwechselst. Hä? Oh. Ja doch. Ich hab zu schnell gedrückt. Ja, ich drück doch R. Wieso? Hast du deinen R falsch gelegt? Ich drück das scheiß R und es passiert einfach nichts. Die ganze Zeit. Ja, weil du es wahrscheinlich nicht vernünftig belegt hast. Hab ich. Ja, nee, jetzt drück ich R. Wow, cool. Er ist sogar richtig. Was ich eben. Oh mein Gott. Sebastian. Mann. Frau.
Oh, hallo? Gott, meine Fresse. Im Ernst? Das war genau mein Gedanke. Warum funktioniert das Minispiel nicht? Das ist sehr, sehr suspicious. Ich glaube, Hack ist gerade kurz auf 5 Milliarden. Ma. Ach, wenn es sonst nichts ist. Aber das sind wir ja gewöhnt. Die Dino-Cousins. Mit Dino-Cousins kann ich mir einen Folgentitel ersparen. Naja. Wenn wir bei Mario Party 8 angelangt sind, dann müssen wir ein Team aus Daisy und Blooper machen. Warum setzt du das Duell jetzt ein? Weil ich warum gegen, nicht? Weil ich gegen euch kämpfen möchte. Okay, okay. Dann komm doch her. Frage ist, gegen wen von uns? Gegen dich. Der meint es. Nein! Oh, ich kann nicht hingucken. Oh nein! Oh. Ich kann gar nicht hinsehen. Mary Poppins! Ja. Pumpen Jump. Nein! Ja, okay, dann mach ich mir keine Sorgen. Was ist das schon wieder? Das ist das Arm. Mesha. Och Gott. Mesh Potato. Hey, Marede. Bereit für die Revanche? Marino, bitte drück den richtigen Knopf diesmal. Josh, bitte gewinn wieder. So wie beim letzten Mal. Oh, ich kann nicht hingucken. Du verprasselst einfach mein Stern. Oh. Josh. Nächste Runde mach ich mit Sieg, hab ich gehört. Ja, bitte. Wobei, Nein! Ja, doch, nächste Runde mit Taktik. Es tut mir so leid. Was ist da passiert? Ja, Josh, was ist da passiert? Was ist aus gestern geworden? Mein Terminkalender ist leider voll. Du bist mein Held. Warte, mein Manager ruft an. Ja. Alles gut soweit, ja? Freut mich zu hören. Wie geht's den Kindern? Mann, Joshua, warum hast du die Kapsel eingesetzt? Was? Gunnar, was ist das überhaupt? Du musst das A mächen, dann bekommst du Münzen. Ah, okay, richtig aus dem Schulhof. Ich hab genau 5 Münzen. Was macht Brigitte? Das freut mich. Brigitte kann jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Du hast verkackt. Ja, sag ihr, dass sie auch nicht mehr weiterhelfen kann, weil ich verkackt hab. Ja, wir sehen uns. Ciao. Was ist gerade hier los? Mein Ping war gerade auf 600, geil. Yo. Von wem? Oh Mann. Einfach Ping-Weltrekord. Schmeiß den Siggi dahin. Och, Hack. 855. 856. Heiliger! 38. 164. Wird diese Kapsel jemals noch an ihrem Ziel landen? Sie erfahren es. In der nächsten Ausgabe von Dragon Ball Z. Ja, es wird ein langer Stream, habe ich gehört. Ich glaube, die Puffergröße brauche ich auch nicht höher stellen. Das macht absolut keinen Unterschied. Machen wir sie auf 9. Weil Hack die Zahl mag. Ja. Das wird Glück bringen. Siehe dir, jetzt leckt's nicht mehr. Oh. Mit Bone-Kapsel ist super. Bone-Kapsel ist exzellent. Wie wir Mario und Luigi-Profis sagen. Neue Lecks sind ganz normal. Wenn ihr das auf einem echten Gamecube spielt, wisst ihr auch warum. So, dann wird die mal weggeworfen, ne? wo ist der Stern überhaupt? Ach, der ist da oben, links. So, okay. Du kannst einen Pilz verwenden, wenn du willst. Werde ich. Und ich werde besser würfeln, als die Polizei erlaubt. Die Polizei erlaubt aber keine Würfel. Verdammt. Dann bin ich jetzt wohl vorbestraft. Siehst du, Josh, so würfelt man. Nein. Oh, ich hab auch Kekse hier. Scheiße. Was holt er sich eigentlich einfach Kekse während dem Stream, wa?
Das ist unprofessionell. Mhm. Jo. Aber geil. Unseriös. Aber geil. Geilo. Ha, mach das, was Marino nie konnte. Das ist einfach ein ganzes Dorf jetzt. Wo ist Dorf? Die Bank konnte Marino nie platzieren und jetzt hat Hack das erledigt, was Marino nie konnte. Genau. Das ist auch gewesen, wenn du das hinter hinten. Nee, das geht ja gar nicht, sorry. Ich kann es erst in späteren Teilen hinter dich werfen. Ah. Der steht noch hier unten gekommen. Ich glaube. Ja, ein Stern kann, glaube ich, hier unten sein. Der kann vor dem Fragezeichen das bauen. Jo. Also. Oha, ein Teamspiel. Oh. Los, Marino. Let's go. Okay. Fairy Moss. Beri Basque. Da bin ich doch mal gespannt. Oh, oh Gott, es ist das Minispiel. Also einer muss die Kastanien abschießen und der andere muss die Kastanien fangen. Okay. Ich habe mit einem Kumpel, als er da war, bei Mario Party 5 gespielt. Wir waren echt schlecht in dem Spiel. Okay, ich bin der Fänger, das ist okay. Ich bin der Fang, okay. Ich geh nach links. Okay. Fuck, welche Farbe haben wir? Oh shit. Fuck. Ich nehm den da, oder willst du lieber den da? Schieß einfach irgendwelche ab. No. Die goldene. No. Oh fuck. Das ist eine goldene. Oh Gott. Oh. Ja! Alles auf. Geklatscht. Sehr knapp. Knapp. Wir echte Knappen. Und da sind wir die Knappen. Wir sind die Dino-Cousins. Natürlich die Dino-Cousins. Cousins. Mu. Unser Lieblings-Pokémon ist Monagoras. Ich bin ein Taunt. Was ist Monagoras? Tyrantrum. Was ist Tyrantrum? Der Dino aus Gen 6. Wer ist der Dino aus Gen 6? Das Fossil-Pokémon. Welches Fossil-Pokémon? Ah. Eine Erleuchtung ist mir gerade aufgegangen. Der sagt man in den englischen Namen und es ist ihm trotzdem nicht genug. Ich kenne keine Gen 6-Pokémon. Nicht mal Viscogon. Ja, ich glaube, ich kenne Gutra mehr, aber keine Ahnung. Ich sollte einfach nie wieder über irgendwas jemals mit dir reden, was Pokémon betrifft. Nein, gar nicht. Mann, komm, ach ja, Siggi, hast du ein Mew? Möchtest warum würfeln wir gerade alle Einsen? Siggi, Spaß, hast du ein Mew? Hast du ein Mew? Ich hasse Mew. Ja, aber möchtest du es dann gegen meinen Shiggy tauschen? Nein. Warum nicht? Ich habe nur einen Squirtle. Light, light, fight. Aber wenn du schon eins hast, dann willst du es ja nicht tauschen. Du, mit A oder mit B, oder? Mit A. Wie Apfel. Ah. Hast du einen Arceus? Möchtest du es gegen meinen Carpador tauschen? Ich hasse Arceus. Ja, ich hasse Gott, wie ihr hört. Es tut mir leid, ich bin nur ehrlich. Religionshater. Gott, das kann man sehr gut aus dem Kontext. Das arme Judentum. Oh Gott! Was sprintet der einfach los? Ich habe auch Panik bekommen. Was? Oh, das sind 1-1 Raw. Oh mein Gott. Alle gewinnen. Das nenne ich mal ein basierendes Minispiel. Basierend. Sehr gut, Leute. Sehr gut, Leute, so spielt man Mario Party. Alle deswegen gewinnen. Auch free okay, all. Ich raste aus. Weil es Free Coins for alle. Vor alle. Nochmal eine 1. Oh ne. Fast eine 1. Oh, es ist nein. Das Tauschfeld. Ja gut. Ich hätte niemals, das ist ein Bringfeld. Ich hätte niemals gedacht, dass ich darauf landen werde.
Ich will zu Siggi. Hi Siggi. Okay. Hi Siggi. Hi. Moin. Willst du eine Waschmaschine kaufen? Okay. Wir bei Josh Maschinen haben die besten Waschmaschinen des ganzen Landes. Ich komme auf Busser. Drücken Sie auf jetzt Euser. Den... Auf Belser. Ich will das Hack gesagt. Siggi mobbt mich auch für deutsche Pokémon-Namen, also passt schon. Und du mobbst mich in meiner Aussprache. Dekadui, habe ich recht. Hä, nein. Josh hat sich gerade über meine Aussprache lustig gemacht. Das ist richtig. So bekomme ich jetzt endlich einen Bowser-Bonus. Nein, ich habe mich nicht drüber lustig gemacht. Ich finde nur deine Aussprache lustig. Können wir es endlich hinter uns bringen? Nein. Kommunismus! Ja! Hätte schlimmer kommen können. TBH, TBH. Hör auf. Gut, wow. Gut gewürfelt. Und schon haben wir wieder mehr Geld. 2 versus 2 Minigame. ID UFO. Huhu. Das heißt was It UFO. Idufo. Was ist das für ein Spiel? Idufo. Warte. Find the panels that match the two UFOs. You and your teammate must then do a grown point on both panels at the same time. Ah, was steht? Wir müssen beide die UFOs finden, die da abgebildet sind und auf die Ground pounden. Okay. Mit at the same time. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Okay. Ich nehme das Rechte. Okay. Ich hab's. Das oben rechts. Josh. Josh! Okay, sorry. Teller-Dings. Okay, das ist in der Mitte. Nein, das ist meins! Okay, nein, okay, wieso ist das deins? Ich hatte das gerade eben schon. Warum sag ich da noch? Das Rechte, hab ich doch gesagt. Sag das doch! Hab ich! Fuck. Nein, das Rechte hab ich! Wo ist das? Ich dachte. Hey, ich check's nicht. Hey, du warst doch gerade beim Linken! Oh Gott, das Rechte. Was für das Rechte? Du hast gerade das Linke genommen! Bist du dumm? Nein, du bist dumm! Du bist dumm! Keine Seite, wegen dir haben wir gewonnen, toll gemacht. Toll, wegen dir haben wir gewonnen. Mann! Imagine winning, cringe. Mein Teampartner ist so inkompetent, der gewinnt die ganze Zeit. Ja, sorry, wenn wir zusammen spielen, verliere ich, okay, dann... So soll's auch sein. Ja, okay, machen wir dann. So, ich schwöre auf Maronis Makaron. Ah, eine 10. Tschüss, Hack. Die kommt ein bisschen zu spät, findest du nicht? Wer? Aber wieso gehst du jetzt weg von mir? Oh. Nein, wir haben ja gleich viel Geld. JK, ich bekomme noch 3. Ich sag doch, hat sich gelohnt, die da aufzustellen. Fick dich. Wo ist der Stern? Da unten. Da komm ich gleich hin. Mhm, wenn du nicht wieder 20 Münzen verprasselst. Ja, der oh, hey. Oh, Monkey Don. Also auch. Du meinst den Kuchen so. Das Huhn so fällt. DK Roulette! Komm schon. Was gönn macht man beim was. Roulette? Wenn ich höher als er würfle, dann bekomme ich einen Stern. Oh, cool. Mario Party 2 wird schaffen. Ja! Siggi, du bist so ein Mario Party 2 Fan. Wie cringe. Ich bin noch nicht Hack. Hä, was ist denn mit Hack? Du bist ein Mario Party 2 Fan. Also ja. Ja, das bin ich. Ich mag Mario Party 2. Also versteht mich nicht falsch, ich mag Mario Party 2, aber wenn es sich entwickelt. Wenn was? Was? Atme! Atme! Ich hab gesagt, versteht mich nicht falsch, ich mag Mario 2, aber wenn es sich entwickelt. Was hab ich doch bei dem Top 50 Pokémon-Video gesagt? Zu Altaria. Keine Ahnung, was du da laberst. Niemand versteht dich gerade, hör auf. Aber ich hab dich lieb, Uwe. Tut mir leid. Was hat das mit einem Pokémon-Video zu tun, vor allem? Weil ich exakt dasselbe gesagt habe.
Aber das macht keinen Sinn in dem Kontext. Du sagst das auch immer. Ohne nein, Sinn. Nein, Kontext. Nein, ich sage es nicht, wenn es irgendwie um Mario Party 2 geht. Ja, aber es ist lustig. Na, ist es nicht? Oh, Marino, wieso bash du mich weg? Wir sind Team Mathe. Team Mathe? Was? Mathe-Athleten? Ja, Team Mathe. Ja, wir machen immer Mathe zusammen, ohne den. Team Mathe ist das Sequel zu Munitionsmathe. Oh je. Wie kann ich denn immer so scheiße sein? Also im Gegensatz zu euch so mega kacke sein. Ich werde heiraten. Hack war wohl noch nie auf einer Hochzeit. Wen heiratest du denn? Jeden. Meine Nase. Aber ja. Ich bin immer noch nicht Poli. Sorry. Oh. Und sei ein Polygon oder ein Autor bei Polygon. Ich weiß aber auch nicht immer, warum viele von mir immer denken, dass ich Poli bin. Ich bin schnell. Sagen wir es so. Fortnite. Damit dürfen alle Fragen aus der Welt geschafft sein. Wir Fortnite! Oh, Maroni Macaroni hat auch einen Knochoni. Ja, toll. Hey, wie wär's? Gentleman's Agreement, wir schmeißen beide unsere Knochen weg. Nein. Die werden uns ganz sicher hintergehen. Deswegen lass ich die auch zuerst machen. Vor allem die M-Explosion ist nicht über den Weg zu trauen. Sigi, bist du doch weltweit bekannt. Wir haben 69 Münzen. Nö, wir haben 59. Jetzt nicht mehr. Jetzt hast du alles kaputt gemacht, ja, Mann. Tut mir leid. Kleiner. Wir hätten 69 Münzen, hä? Ich versteh's auch nicht. Wir haben 39 Münzen, was redet ihr da? Ist doch offensichtlich, hä? Ich kann einfach kein Mathe, sorry. Hä? So wie Schluckhock. Ach, jetzt bist du auf dem Verkacken. Ja, als ob deine Mama. Deine Meinung zu Schluckhock, Sigi? Nö. Du willst mir nie deine Meinung zu Schluckhock sagen und das macht mich traurig. Ja, warum sollte ich meine Meinung gegenüber Schlubbock äußern? Ich habe keinen Grund dazu. Weil ich dich frage. Ja, aber nur weil du mich fragst, heißt es nicht, dass ich mich auch dazu äußern muss. Oder willst du mich hier irgendwie unter Druck setzen? Ich meine, Schlubbock lieben wir beide, aber ich werde deine Meinung zu Schlubbock wissen. Wer steht wo? Hack ist direkt nach dem Stern und ich bin irgendwo in Amerika. Wo ist Marino überhaupt? Wenn wir das wüssten. Ich will zu Marino. Einfach aus Prinzip. Oh, guck mal da. Ah. Der ist in Maronien. Sieben, sechs. Nein, Déjà-vu. Déjà-vu, I've just beaten this place before, higher on the street. Josh, wenn Josh Englisch redet, das ist ein Erlebnis. You know, man, I was in school and, you know, there was this one Alter, guy. Halt I kind of loved him, you know. Battle! He liked me because I was orange. Okay. You know, orange, the best color in America, best country freedom. Sigi, was willst du spielen? Ich lasse euch erstmal entscheiden. Ich mag das Minispiel. Daran bin ich gut. Ja. Ich mag Astrological. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das in der Astrological ist. Musst du, gibt es ein Symbol, was du so schnell wie möglich suchen musst. Du musst Zodiac Signs finden. Oh Gott. Das sind Isaac-Items, deswegen kennen Sigi und ich uns damit aus. Hi, Leute. Und das in der Mitte? Was ist das? Das ist ein Survival. Da müssen wir es mit Hämmern schlagen und tot. Ziemlich brutal. Gefällt mir. Aquell aus. Mach du. Mach du. Mach du. Mach du zuerst. Ladies first. Oh, ihr Turteltäubchen, entscheidet euch mal. Okay. Gute Wahl. Muss ich stampfen oder? Du musst A drücken auf dem richtigen Zodiac. Ey, das ist Virgo. Das gibt dir. Ich kann nur Schütze. Ich kann nur die englischen Namen, weil sie Isaac-Items sind. Deine Mutter, ey. Okay. Oh, hey, da ist Leo Stompy.
Nein, ich wollte. Weil das ist Taurus. Ist das? Ich sehe keins. Nein! Ja! Ja! Ja, Marino! Fick sie alle! Warte, was? Das ist Zwilling. Das Nein! Mach Mann, das ist so unfair. Das war gar direkt bei Josh und bei ich. Weiß Zwilling? Ich dachte. Ich weiß nicht, was das war, aber das waren zwei Striche. Für mich war es Zwilling, okay? Das waren nochmal zwei Striche. Ja, so, das sah aus wie eine, so eine Römisch 2. Warte mal, was sagt denn meine Isaac-Dings dazu? Es hat gar nicht die zwei Striche als Item. Oha. Wobei doch, das ist Zwillinge. Gemini, Conjoined Friend. Aha, gutes ich bin Item. Schlau. Nicht wirklich, aber ich kann so tun, als wäre es ein gutes Item. Ich werde nochmal bei der Map schauen, wo. Drück Y einfach. Oh, wir sind ja wirklich direkt beim Stern. Oh. Ja, du musst jetzt ganz hoch würfeln. Du musst jetzt ganz niedrig würfeln. Ach, komm schon! Du solltest dich auf Siggi hören! Also, ich wäre dafür, wenn er auf Siggi hört. Ich höre auf Siggi. Das stimmt. Manchmal zumindest. Wenn ich sag, Dr. Yoshi, bitte nennen Sie mir englische Pokémon-Namen, sagt er immer, fick dich. Und dann geht er weg und richtet die Scheidung ein, was ich irgendwie nicht verstehe. Aber ansonsten verstehen wir uns ziemlich gut. Nee, dann sage ich, why not? Ich hol mir jetzt einen Stern. Ja, siehst du, das ist passiert, so Marino. Das ist so eine Scheiße. Nein, Marino, das ist Mario Party. Also ist doch akkurat, was er gesagt hat. Ziemlich scheiße Mario Party. Passt. Aber was ist, wenn Marino Mario Party bescheißt? Marino, das tut mir jetzt echt leid für dich. Ja, ja, ja. So geht's uns allen doch mal. Wir bei den Maroni-Makaronis legen sehr viel Wert auf Maroni. Aber dafür haben wir die gleiche Anzahl an Münzen. Was haltet ihr das Positive sehen? Was ist eure Meinung zu Marinos Fahrrad? Cool. Dinger Derby. Donger cool. Dingy Derby. Ding Dong Derby. Oh, es ist das Minispiel. Das habe ich noch nie gespielt. Fuck, das haben wir in Mario Party Superstars gespielt. Das habe ich noch nie gespielt. Okay. Sources, do trust me. Come on. Ba 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 ba. So schlecht, meine Fresse. Ich bin auch eigentlich besser hier drin. Kann keiner sein. Ich war mal besser in dem... Sechshack. Ich hab's nicht mehr, ich versteh das nicht mal. Du hättest nur drei mehr schlagen müssen. Dann wärst du der Sieger der Herzen. Aber nein. Mann, ich kann nichts dafür, dass ich so kacke und so scheiße und blöd. Hack damit befeuerst du nur Depression. Du bist wundervoll und wir alle lieben dich. Kleiner als 3. Kleiner als 4. Hey Marino, nimm mal die Bombe auf dir selbst. Ist bestimmt gut. Vertrau mir, Bruder. Tolle Sache. Jetzt mal die Bombe. Sterne. Ich meine Münzen. Ich meine, Schlupuck. Nein! Wow! 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 Was? Wow! So, Leute, wo will ich denn hin? Der Trompi, der Flomp ist der schnellste Weg zum Stern. Ja, aber du bist auf dem Weg zum Stern. Denkst du, ich werde einen Stern bekommen in diesem Spiel? Du hast schon einen Stern verloren, also ja. Ja, richtig, ich habe ihn verloren. Das ist das Problem. Aber vielleicht findest du ihn ja wieder. Wo hast du ihn denn verlegt? Ich in Marinos Tasche. Ich kann wieder nicht mehr als eine 3 würfeln, ne? Das ist schrecklich. Sorry. Würfel mal eine 9.
Okay, gleich die Runde. Aber dann musst du mir helfen. Vizios Wending. Rumble Fumble. Rumble Fumble. Rumble haben wir aus. Ja, also da wird es am Anfang ein Ausrufezeichen eingeblendet, was in einem bestimmten Rhythmus pulsiert. Und wir müssen 3 Eimer finden, die denselben Rhythmus haben. Das klingt überhaupt nicht kompliziert. Also, wir müssen ein Ausrufezeichen schwingen, die brr brr machen. Oh Gott, bin ich dumm. Ich hab mir nicht gemerkt, wie die machen. Die machen brr brr. Das war doch. Ja, ich hab einen. Nein, das ist der Bombenprank. Ah, Mann. Oh, ich hatte doch 2. Ich hatte 2 tollkühne Burschen. Ich habe jetzt irgendwie keinen Unterschied zwischen irgendwas gesehen. Das hat niemand, keine Sorge. Ist das dein Ernst? Ist das euer Ernst? Doch, ich hab's gesehen. Seid ihr dumm oder so? Ja, Sigi, was dagegen? Die wievielte Runde Mario Party ist das jetzt? Langsam willst du wissen, dass wir alle komplett kehren. Ja, ich kann ich auch mal hoch. Langsam musst du wissen, dass sie strohdumm sind. Maroni Kanoni. Maroni Kanoni. Eins. Oh. Die falsche 1. Das ist Maroni Kanoni. Und eine gute Kapsel. Maroni Makaroni. Was willst du denn mit einer Bubble Cup? Oh, die ist eigentlich gut. Ich will damit Sprachen lernen. Bubble. Bubble. What? Hallo! Ja! Ich hätte es wirklich nicht eingewürfelt! Hey, das ist doch ein Maroni-Kanoni-Feld. Weil das ist doch das Piratentraum. Ich will nicht Dodge-Bomb spielen. Das ist der Piratentraum, also do what you want, cause the pirate is free. Wieso, machen wir jetzt für Stäbchen, oder? Ja. Ja, ihr müsst einfach nur die Angeln einholen, die am Zucken sind und Fische fangen. Warum haben die Angeln denn Zuckung? Geht's denen gut? Ja. Vertrau mir, ich bin Angelarzt. Ich hoffe, ich bekomme ein Carpador. Ich habe ein Carpador. Geh mal weg! Nö. Die macht Maroni Zuckeroni. Ja. Nein, fuck! Nein! Oh, yes. Mann, Yoshi, sei doch mal nicht mal so fett. Nur weil ich fett bin. Ja, ich mag fette Leute. Oh, ne? Oh. Ich dich auch. Oh. Ey, wie kann ich eine 2 haben und Siege gleich eine 3000? Das ist doch. Ja, eigentlich hatte ich ja 11, aber okay. Hab mich lieb. Okay. Danke. Wir haben alle lieb, die hier dabei sind. Und Marino. Bin ich dabei? Ich glaube nicht. Nee, also, aber du bist der Extra-Kategorie. Ich will was zu essen. Weil du ein Fahrradprofilbild hast. Ich hab hier noch Chips, wenn du magst. Ich hab noch Kekse da. Frontet mich mit Unprofessionalität und holt jetzt selber was. Ja, aber ich bin auch nur Gast. Gast, ja. Nein, nein, das machst du jetzt nicht. Nein, nicht werfen! Kapseloni werfe Roni. Knister, Knister. Twister! Es ist geschehen, ich habe den Twister. Gott. Endlich. Warte, kommst du auf den Twister, Mister? Nee, wir haben eine Twister-Kapsel. Ich kann einen platzieren, oder Schmiggi? Oh. Ich warte noch. Hey, Bowser. Wollt es den Twister platzieren sollen? Mal schauen, was er... Bowser-Bonus, let's go! Ich mag immer noch das platte Gesicht von Mini-Bowser. Oh, nee, ne? Sigi, das ist das zweite Mal, dass du unser Geld den Gegnern schenkst. Ich hab wie.
Déjà vu, I've just beaten this place before. Höher auf der Straße. Hey, halt's Maul. Setz dich auf dich selber ein. Sources do trust me. Bringt bestimmt Glück. Und füllt Marino 5 Euro ein. Melik Mellets. Panik Pinball. Pinball. Oh, ist das ein Spiel. Wir können mit A den Flipper aktivieren. Geil. Cool. Ja, ist ein dummes Spiel. Das mag ich nicht. Es sei denn, wir gewinnen. Hast du auf, wir müssen im Takt mashen. Cool. Yes! Wir bekommen Bälle! Das ballert! Genauso wie Sebastian. Oh Gott. Können wir auch mal was Punkte kriegen? Ja, komm, ihr habt so viel Glück, Alter. Was für Glück? Ihr habt einfach nur Pech. Weisheiten. Ach, wieso drückst du nicht? Weil es keinen Sinn ergibt, einfach nur zu mashen. Oh mein Gott, wir bekommen die ganze Zeit diese... Doch, aber er landet ja ständig auf dir. Und wenn du einfach nur einmal drückst und wenn du mehrmals drückst, dann geht er direkt wieder hoch. Und dann hat man mehr Zeit gespart. Mach ihn nur mit den Speedruns, Jens. Ja, ich mach nur das, was ihr macht. Ah, du machst uns einfach nach, ja? Das Problem ist, wir machen das beide. Ja, eben. Worum ging's grad? Ich glaube um Fortnite. Ach so. Du bist doch nur fortneidisch auf mich. Hör auf. Hör einfach auf. Womit denn? Mit allem. Hab mich lieb. Okay, dann gönne ich mir jetzt einen Bubat. Jemand vor mir? Ja. Hm. Das Bowser-Feld ist voll. Könnte ich das riskieren? Du weißt schon, dass da erst drei Leute drüber laufen muss, bevor die explodiert. Drei? Oh, ich dachte zwei. Okay. Deswegen stand da auch eine 3, als ich da mal drüber gelaufen bin. Ah, okay. Die wurde dann zu 2 und die wurde dann zu 1 und die wurde dann zu 0. Wow. Die wurde dann zu Maroni Macaroni. Na, ich platziere den hier. Nee, nein, dann nutze ich die ja. Ach, wirklich. Da drauf. Dieses Fate wird immer nur benutzt. Du hast mein Giftpilz überschrieben. Ja, bei Giftpilze. Niemand mag euch. Als ob du jetzt sogar drauf landest. Twister. Der Twister-Stern ist mir sicher. Da ist aber die Kuhpappe. Ich hab Pech. Ah, ich lande nicht drauf. Schade. Schade. Kein Twister-Stern für mich. Höchstens der Stern für den, der die meisten Twister platziert hat. Wow, Serien, die drei Felder nach vorne haben sich gelohnt. Du weißt genau, was ich vorhatte, auch. Natürlich weiß ich, was du vorhast. Ich kann Gedanken lesen. Geht doch. Denkst gerade an Nasen. Das stimmt. Zack. Einfach bewiesen. Oh, fuck. Wir haben einen Bone. Ja, ich weiß, aber die können den Bone wegmachen und dann irgendwo, keine Ahnung, Marino angreifen. Oh, hey, willkommen direkt nach dem Stern. Wie geht's? Ach, geht so. Fisch und Pommes da. Queen Carré. Collect Coins. Lass mich doch erstmal vorlesen. Collect Coins bei
Jumping. Wer macht das? If you move off the screen on one side, you'll appear on the other. Appear. Collect coins by jumping into bricks careful. Deine Mutter. Oh. Du musst die Stonkerinos sammeln. Bin ich irgendwie dumm oder so? Ja. Marinus Macarino. Ich finde die Steuerung so zum Kotzen in diesem Spiel. Warum kann man keine Stampfattacke machen? Wie soll ich hier runterkommen? Ja. Warum bekomme ich keinen Moment? Münzblock. Wo bin ich? Kunigunde, wie geht es dir? Oh mein Gott, es ist Peach Schloss aus Super Mario 3. Hä? Also Yoshi, guck mal. Da ist die Tür. Ich sehe die Tür, ich kann sie auch gerne öffnen und mir einen Keks holen. Mit den Bubatzen Mario Party streamen kann. Der Stern ist da. Okay, der Stern. Drück doch Y! Ja, sorry, ich habe immer Angst, dass ich was Falsches drücke. Was kannst du denn da falsch? Ja, auf einmal drückt der B und A, B, B, A und dann heißt es, alle Sterne muss jetzt der Gegner bekommen. Ja, eben. Ja, ich sag doch, was kann er Falsches drücken? Es wäre doch was Gutes, oder nicht? Nein. Du darfst wieder meinen gehen. Und jetzt Mesh wie sonst was, aber so richtig dolle, so wie du es noch nie vorher getan hast. Mining away. I don't know what to mine, I'll mine it anyway. Today's another day to 16. Mine. Oh, besser als vorhin. 5 Münzen mehr. Eine. Nee, eine Münze, sorry. Ja, das habe ich verwirrt. Geh nach links. Du darfst mir gar nichts sagen. Doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 3, 2, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 2, 3. Nur ich will nach oben. Aber Josh. Aber Josh. Damit ich mit dem reden kann. Aber Josh. Aber Josh. Kannst du ich? Oh, das war gut, Josh. Was denkst du denn, was mein Plan war? Wann hast du jemals einen Plan? Oha. Chicken McNuggets from McDonald's. Yeah. Oh, noch ein Klepto. Warum bekommen wir nur Klepto-Cups, Linus? Was macht eigentlich die Kettenhund-Kapsel? Für 30 Münzen kannst du einen Stern. Das ist quasi ja Buhu. Also. Weil Buhu ein spielbarer Charakter ist. Oh wow, ich dachte, es wäre sowas wie die. Nee, der Twister ist ja das Ding. Ach man. Mach hier, lies. Stiehlt Isa Coins Ora Star from the Indicated Player. Player. Aber ich glaube, das spricht man französisch aus, also Player. Das ist ja exotisch. Yay. Twister. Wow, gerade wo sie ja, mich fangen. Ja, Mann, fuck, ich liebe dich. Du bist die Beste. Jetzt bitte geh unten zum Schiff, damit wir trotzdem noch bekommen. Oh. Ich liebe es, dass Josh Kapseln auf das Brett wirft. Aber ja, es geht um den Tweezy, Miesi. Heißt der jetzt irgendwie, wenn du jetzt hochgehst, nachher? Ja. Ich setz den Klepto an und versuch zurück zu gehen, okay? Nö. Oh, Fisch upon a Star. Das war kacke, komm Hack. Du darfst nicht runterfallen, gib dein Bestes. Bleib immer so gut wie möglich in der Mitte. Ah. Aber nicht, oder einfach da, wo so weit wie möglich von Löchern entfernt.
So. Au. Bin stolz auf dich. Oh Gott. Oh. Okay, wer soll jetzt gewinnen, du oder ich? Au. Nein. Ich will gewinnen. Was? Nö. Okay, dann nicht. Ich gönn dir. Ich meine, das Geld gehört eh uns beiden. Hättest du dir nicht doppelt so viel bekommen, wenn ihr beide gewonnen hättet? Ja, wäre ein Draw geworden. Ein Draw. Ah, okay. In Superstars hätten wir doppelt so viel bekommen, aber das ist nicht Superstars. Oh, vorausgesetzt, das Spiel gäbe es in Superstars, weil da funktionieren Minispiele Draws nicht Draw. Also es sehr gibt seltsam. Remi, aber... Remi! Ich glaube, das spricht mein Englisch, das heißt Remis. Schauen. Okay, einfach beim Dings hochgehen nachher. Du musst eine 3 würfeln. Eine 3, okay. Warum willst du das Marino aus Hurensohn fängt? Was für Hurensohn? Okay, fuck. Naja, ist auch noch eine coole Zahl. Ich liebe Hurensohn-Jokes, die wurden noch nie alt. Okay, Josh, du musst drücken, wenn der Zeiger auf den Charakter vor dem, den du auswählen willst, landet. Also, sobald der Zeiger auf Marios Gesicht landet, was du nicht richtig getimed hast, wohl angemerkt, das bringt einen Scheißreck, was du da gerade ausgewählt hast. Digi, du weißt schon, dass wir gerade einen Buffer von 9 haben und dadurch ist das nicht so präzise. Ein Buffer von 9 ist gar nichts. Ja, du bist gar nichts. Ja, und das akzeptiere ich auch so langsam. Aber du musst es mir nicht um die Nase reiben. Nase reiben? Was bin ich gemeint? Was macht der eigentlich? Was war eigentlich der Parakupi? Parakuperinski, den ich gekauft habe? Bekommen. Ja, er zieht halt Münzen ab von den anderen. Ja, da ist ein Baller drauf aufs rote Feld oder so. Ich will da. Nein, weißt du was? Ich. Er zieht noch vor die Abzweigung. Haha! Ah, er hat mich jetzt gegordet. Gordon. Got it. Ich land sogar drauf. Got it! Okay. Entwickler! Oh. Warum? Wow! Eine Münze. Perfekt. Ich bin begeistert. Danke. Boah, die werden sich ändern, ey. Mann, oh Mann. 111 Münzen. Nein! Lass mich meine... Nein! Du mieses, kleines, böses... Mein Glückskosten, was soll das? Schnuppo. Das soll ein Groschen sein? Nein, ihr weißt, was das für Schrippe heißt. Oh, ach. Wow, das war sehr dramatisch. Nein, nicht hoch! Nein! Doch, da hoch. Geh da ruhig hoch, alles beim, gut. Beim anderen, beim vielleicht kommst du überhaupt Swap-Feld. Nein, Hack, das ist spiegelverkehrt, das ist der falsche. Das ist der E-R, Mann. E-R. Was ist besser? E-R oder E-U-R? Was? Das ist der Ruf von Zierpeise. Ich weiß, nein. Das ist das Geilste. Das war nicht Zierpeise, das war alles, aber nicht Zierpeise. Das war Zierpeise. Ich bin Siggi, ich nenne es Cricketune, weil ich Englisch bin. Ja eben, es heißt Cricketune, nicht es heißt Cricketune. Ach Gott. Kannst du mich auch... Oh, die Siggi-Kapsel. Auf diesen Joke zu overusen. Ich overuse ihn nicht, ich nutze ihn fachgerecht. Nein, der macht keinen Sinn. Oh, Rundhundrump! Triple Jump! Das hatten wir noch nie. Warum? Schaut euch meinen Triple Jump an, das wird der beste sein, den ihr jemals gesehen habt. Warum muss immer ich als Erster? Weil du die Nummer 1 von uns bist. Okay, danke. Also, es geht doch wohl ein bisschen besser. Oh Mann, Marino. Es tut mir leid. Oh, Marino, mach doch mal besser. Ich hätte schwer trainieren können. A, B, wow. A, wow. Oh mein Gott, was? Oh. Du hast selbst übertroffen, Josh. Ui. Ich hab nur einmal den jeweiligen Knopf gedrückt.
mit Leichtigkeit den Rekord überboten. Halt die Schnauze. Und Huck überbietet mit Leichtigkeit Marino. Finish! Das ist nicht lustig. Es ist ziemlich lustig. Help me, Leon! 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 Leon kann auch nichts mehr ändern. Help me! Kauf mein Merch! Oh. Wann kommen denn die letzten 50 Runden? Nächste Runde. Okay, soll ich den Kettenhund verwenden? Ja. Ja doch. Wieso? Ich meine, mach okay, das, ja, was du für richtig hältst. Warum sagt Sigi ja? Das verwirrt mich. Wer will dich nur verwirren? Hm. 15 Münzen. Und wie viel kostet 30? Heißt 45. Wir haben dann noch ein bisschen Geld. 40 Münzen. Oh, das ist... Marino, schau erstmal bitte dreimal auf die Karte, bevor du irgendwas machst. Danke. Ja. Was hat die Karte damit zu tun? Dachte ich mir auch. Einfach nur, weil ich auf die Karte schauen muss, weil ich Marino bin, oder was? Ja. Achso. Okay. Marino, die wollen dich beide nur sehr funzeln. Ja, das weißt du schon. Marino, ja, verunsichert, Marino verunsichert die Karte mehr als alles andere. Ja. 69, ja! Perfekt. Die anderen 96. Perfectly balanced. Jump, jump. Ja, ne? Wen denn? Oh, oh nein, Josh, unser Stern, unser armer Stern. Unser Stern, welcher jetzt definitiv geklaut wird. Unser Stern, wir wollen doch nicht unseren Stern verlieren. Ist ja nichts, dass wir einen Knochen haben. Und du hast und du komplett dein Geld verschwendet hast, Marino. Wäre das eine dumme Situation, wenn das passieren würde? Ich sag ja, die Karte hat ihn verunsichert. Ich glaube, er geht sich gleich deinstallieren. Hab dich lieb, Marino. Oh, eine Don Banano Kapsel. Das ist nur Kiki. Der ist ein Don Banano auf Deutsch. Kiki. Nein, warte, wo ist der Stern? In Afghanistan. Oh, ist der da oben? Ach du Holy Pain. Der hier am meisten Pain fühlt, ist gerade Maronis Macaroni. Oh, oh. Oh, die Sigi-Kapsel. Bomb. Nein, ich werde nicht damit aufhören. Das Gute ist, Marino sieht man nicht selbst schuld. Huck hätte auch drauf achten können. Das ist richtig. Ach, der ist da oben. Okay. Deswegen bin ich da hingegangen. Soll ich den Wickel einsetzen? Das wäre ziemlich fies. Willst du zu mir kommen? Du kommst aufs Fragezeichenfeld davor, deswegen macht es eigentlich keinen Unterschied, wenn du nach oben gehst. Eigentlich nur Geldverschwendung. Und deswegen gehe ich nach oben. Und dann bekommen wir den Ereignisstern, ich meine den Actionstern. Marino, lebt dein Fahrrad noch. Marino. Süßi. Marino, du kannst dein Teammitglied nicht im Stich lassen. Also Sigi. Hack schon. Hä? Hä? Was? Was? Worum geht's? Wie? Wie you? Nein! Oh nein! Es ist die Flatter Wiggler Gedönskapsel auf dem Brett. Warum ist die Don Banano Kapsel gut? Was ist unsere andere Kapsel überhaupt? Wir haben noch den... Oh, stimmt, der Bubble. Das war das blaue Ding, was wir haben. Oh Mann. Was? Wir haben keine blaue. Achso, nee, stimmt. Maronius und Toadius haben die braune Kapsel. Ziemlich braun. Sehr braun. Durchgebrannt. Wie meine Kekse. Durchgebräunt und gut aussehend. Frotzenfrenzi. Schon wieder. Was ist das?
Hack, das hast du die letzten zwei. Das hast du. Als ob ich mir einen Namen merke, das weißt du doch, dass ich das nicht kann. Ich hab's genauso dumm betont wie beim letzten Mal. Nein, meins. Wieso machst du nicht? Hi, Siggi. Machino, wollen wir das jetzt wirklich weiter so durchziehen? Ja, wollen wir. Ich hab Angst, okay. Ich hab nur Angst, dass Maronius zu mir kommt. Nein! Ach Gott! Wirklich, Marino? Ihr könnt ja auch zu zweit angreifen. Es ist gar nicht möglich. Der kann einfach, der hat dieses scheiß Identify Luck einfach durchwendig geübt. So cool. Du hast einfach 2 Wochen deines Lebens einfach verschwendet für dieses Spiel. Marino, das macht keinen Unterschied, weil ich genauso wenig attackiert werde. Also ist dieses Spiel als Team nochmal eine ganz andere Erfahrung als FFA. Ja, ich höre dir nicht zu, ich bin Siggi. Warum wusstest du das? Muhahaha, ich bin Bowser. Das coolste Kid auf dem Schulhof. Aber ich bin Koopa Kid. Die Dino-Cousins führen. Ich bin ein großer Fan. Denkst du, ich bin die Nullnummer? Oh, yay, das ist schon wieder das. Wir wollen doch nur Chance Time haben. Chance Time! Mr. Macaroni, was möchten Sie tun? Möchten Sie erstmal auf die Karte? Ich will auf die Karte schauen. So. Macaroni. Okay. Moment, Toni. Ey, ich mach mich Pipi in die Hose, weil ich so witzig sein manchmal. Warte mal, warum ist die Cooperbank weg? Ja, weil da ein Stern war und dann hat's... Weil der hässliche Stern da war und dann hat der Stern alles kaputt gemacht und mich zum Wein gebracht. Der hässliche Stern. Wisst ihr, Siggi und ich sind ein Comedy-Duo, aber zu viert, das ist nochmal besser. Hi. Aber ich bin nicht lustig. Doch, manchmal bist du. Schon. Du bist am lustigsten, wenn du einfach nur Scheiße laberst. Also so wie Dr. Yoshi, aber er ist nicht lustig. Ich soll denn Scheiße labern, aber ich mag Scheiße nicht so sehr. Oh, ja dann werden wir keine rosige Zukunft haben. Vielleicht wird sie dann pink? Ja. Rosig? Ich mag also, pink. Wenn sie nicht rosig wird, wird sie dann ja vielleicht tulpig. Dr. Yoshi hat sehr rosige Bäckchen. Ah, danke. Gott, wie viele Runden sind das noch? Sorry, warte, hast du gerade wirklich gefragt, wie viele Runden wir noch spielen? Ich gebe dir 10 Sekunden, um darüber nachzudenken. Ja, ich habe ja gesagt, sorry. Du bist so toll. Ja, ich habe Angst vor diesem Münzfeld, da was passiert. Maroni hat jeglichen Sinn im Leben verloren. Ist das eine Piranha plant? Nö. Okay. Oh mein Gott, ein Siggi. Ah nein, ich verliere eine Münze. Nein, du verlierst 10 und dann bekommst du wieder 9 dazu. Das ist was Unterschiedliches. Geh doch. Halbe Münze abziehen. Du kannst das auch auf dich selbst einsetzen, Hack. Ja! Verlierst du die Hälfte deiner Münze. Kostet nur 5 Münzen. Oh. Ja, genau. Das ist schon der dritte Hidden-Block, den sie bekommen. 10 geile Euronen. Nee, Marino hat nur einen Hidden-Block und jetzt hat mich einen Hidden-Block. Achso, stimmt. Das andere war eine Kapsel. Endlich! Dodge-Bomb! Dodge-Bomb! Wir müssen die Bomben dodgen. Ist das so wie Dodgeball? Wir müssen Bomben aufheben und uns gegenseitig damit abwerfen. Pick up and throw the bombs at your opponents. Ey, das ist wieder so etwas, auf das ich gar keinen Bock habe. Wie nehme ich das Bombe auf? Mit A. Mit A wirfst du sie. Oh. Leute! Sorry, ich sehe, das war ein Selbstmordattentat. Wow. Das nenne ich mal Teamwork. Was habt ihr getan? Ich bin mit einer Bombe gegen Hack gerannt.
Wie? Was? Ich hab dir direkt vor mein Gesicht geschmissen und uns beide in die Luft gejagt. Oh nein! Mach doch nicht sowas! Das war ein echter Bombenprank. Ach ja, fröhlichen zweiten Advent. Advent, Advent, deine Mutter brennt. Oh. Richtig schöne Grüße aus der. Aus dem Wasser. Fortnite. Worum geht's? Ach so, ja, natürlich. Hm. Hallo, ich hab dir eine Frage gestellt. Beantworte die gefälligst. Oh! Oh, hey, eine Chance Time Kapsel. Das Maul. Das sag ich dir. Eine Chance Time Kapsel. Wow, und wir verlieren sie direkt. Woo. So viel zu Chance Time. Intentional Damage Boost, sagen wir mal. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ah, oh, ich wollte ihn nutzen, einfach um noch zu verlieren. Josh, hättest du das getan, wäre ich nicht glücklich. Und dann wärst du nicht glücklich. Ich hätte sie zumindest platziert, um zu gucken, was passiert. Oh, ein Pilz. Für 9 Münzen, fairer Tausch. Hallo Hack, du hast 9 Münzen verloren. Finde ich nicht lieb von dir. Ich dachte, wenn du Münzen verlierst, dann sind 9 doch okay. Du bist doof. Mazed and Confused, das beschreibt Marino gerade sehr gut. Hey Marino, geht's dir besser? Kann ich was für dich tun? Brauchst du aufmunternde Worte? Ja. Ich brauch welche, wenn Marino die nicht nimmt. Ich hab doch gesagt, ja! Easy. Das ging schnell. Ja, als ob. Ich darf nicht mal 2 Meter laufen und Sigi. Ich bin Sigi! Ich bin auch nur ein Feld gelaufen. Hey, das ist gemein, okay? Mit allen Bonussternen habt ihr keine Chance auf den Sieg. Ich will auch mal gewinnen. Nö. Den Sieg musst du dir erst verdienen. Ich möchte auch gerne mal gewinnen. Keine Ahnung. Oh, kein Twister, Mister. Dafür ein Hammer, Bruder. Was ist los? Der Stern ist ein Meter vor Siggi. Nach Siggi. Hinter Siggi. Nein. Da. Siggi. Hi, Siggi. Ja, wie geht's dir? Ja, hi, Dr. Yoshina. Kennen Sie schon das neueste Produkt von Yosh Inc.? Ey, Yoshi. Die Yosh Inc. Jetzt ich umarme dich gleich. Siggi, ich hab Angst. Was können wir tun? Was? Das ist nicht mein Problem. Oh, ich dachte, weil wir ein Team sind und so, kannst du mir helfen? Wir sind ein Team? Sind wir? Oh. Okay, ich hab nichts dagegen. Ziemlich wild, wenn du mich fragst. Oh nein. Hä? 96. Das ist funny, weil es nicht funny ist. Ach so. Also, das beschreibt deinen Humor sehr gut. Der Meinung bin ich auch. Yay! Geiler Zähne. Mhm. Oh, eine 8 gewürfelt hast. Hey, Dr. Josh, du hast bald Geburtstag. Was willst du zum Geburtsnachten haben? Stimmt, ich hab bald Geburtsnacht. Und ich bekomme nichts, dankeschön. Du bekommst... Ja! Hi, Huck. Nö, das nehme ich dir jetzt persönlich. Ganz übel. Ich hab dir doch einen freundlichen Händedruck geschenkt. Nee, das nehme ich dir jetzt übel. So läuft's hier nicht, mein Freundchen. Hallo, das war ein freundlicher Händedruck. Kein freundlicher. Jackie? Ja. Ja. Let's go. Das war doch richtig. Ja, aber wir waren schneller. Na, ich komm da nicht drüber. Josh, du Fettsack. Es tut mir sehr leid. Ach, Josh. Das ist dein Name. Das stimmt. Nein. Hä? Wir waren doch gerade. Mann. Mario Toad One. Oh, zum Kuckuck nochmal. Kuckuck. Hack.
Ich liebe dich. Ich auch. Manchmal. Heute. Vielleicht. Nur heute? Cool. Ich wünschte, mich würde jemand lieben. Aber ich liebe dich auch, Sigi. Ich liebe dich auch, Mann. Hey, du darfst ihn nicht lieben. Ich liebe ihn. Das ist unfair. Ich liebe euch alle jetzt. Sie machen noch einen Vierer. Gerade war gerade hast du noch einen Dreier verlangt. Und jetzt ein Vierer. Ich sehe schon. Okay, dann mach ich halt nur mit einem Dreier mit euch. Hilfe, was redest du da? Das hier ist ein kinderfreundlicher Stream. Deine Mutter. Oh ja, weißt du. Ich glaube, ein Stream mit einem Hurensohnfeld ist nicht unbedingt kinderfreundlich. Ich weiß nicht mal, wo ich hingegangen bin. Ich weiß, dass Sigi direkt vom Stern ist, deswegen juckt's mich nicht. Wow. Ich lande wieder auf Bowser. Das ist das dritte Mal, dass du den Stern kaufst und der direkt auf Bowser landest. Wer hat Lust auf eine Bowser Revolution? Diesmal bekommen wir sogar was dadurch. Stimmt, oh, aber diesmal bekommen wir wahrscheinlich einen Bowser-Bonus. Ein Bowser-Minigame. Bowser. Oh nein, Mai hat einen Tweet gemacht mit einem Silvaro, was gestorben ist. Was? Das muss ich retweeten. Was hat die Olle gemacht? Achso, das ist ihr Discord-Profilbild. Ist ein gutes Bild. Bowser-Shuffle. Ah, Bowser-Shuffle. Hab ich den Stern eigentlich bekommen? Ja, ne? Die Olle. Hab ich den Stern? Ja, ich hab doch gesagt, okay. Das ist das dritte Mal, dass du den Stern gekauft hast und direkt auf Bowser gelandet bist. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Also, ich bin alt, okay. Nicht so alt wie Hack, aber... Alt. Du alt. Dual? Duel Destinies. Pokémon. Weißt du, was dagegen, dass ich so alt bin? Oh, Monkey Dong Feld. Ja, der Hurensohnfeld. Der endlich mal dafür. Ja, der Hurensohnfeld. Der Hurensohnfeld. Was ist wohl denn nochmal? Du musst höher würfeln als der Hurensohn. Ja. Mach mal eine 2 Donkey, bitte. Das ist der beste Teil der Reihe. Das ist der schlechteste Teil der Reihe. Ich hasse. Wir reden hier nicht über Mario Party 4, auch wenn wir die ganze Zeit über Mario Party 4 reden. Über was? Exakt. Oh, Submarathon, jetzt Subben für den Submarathon. Tut mir leid, aber wir spielen jetzt Diffuse or Lose. Diffuse steht da. Diffuse or Lose. Wir müssen Ground Pounden auf Diffuse. Auf das Knister-Knister-Knäuschen. Wer knistert an meinem Häuschen? Knister-Knister-Knäuschen. Es heißt Knusper-Knusper-Knäuschen. Nein, Josh. Hast du Hänsel und Brezel nie gelesen? Hänsel und Brezel. Marino, geh auch mal nach vorne. Okay. Hä, wieso hast du den anderen unten? Hä? Ich raste aus. Oh oh. Nein, Josh! Fuck, sorry! Kommst du die beiden in den Griff? Ja, natürlich, immer doch. Ich bin Sigi-Step aus YouTube. Ich bekomme das immer im Griff. Was rede ich? Ich bin unter Druck, okay, lass mich. Du hast aber weniger Subs als Marino. Gar nicht. Ach Gott, ich treff die nie. Ja. Bombenprank. Hilfe! Das ist overdramatic. Ich mag auch die Textur vom Boden, es sieht nach Ja aus. Sieht nach Katze aus. Okay, Hack, also das finde ich jetzt gar nicht nett von dir, weil also ich finde es ziemlich nett, ich mag Kotze. Glaube ich nicht, aber okay. Das war ja auch nur ein Witz. Der Jüschle, der flunkert uns an. Ich und anflunkern? Ich bin doch immer für einen Schenkelklopfer zu haben, werte Freunde. Hodoro. Ich meine Bubble. Warum heißt die Bubble? Oh, kein Knochen mehr. Wenn wir jetzt noch auf den Kettenhund kommen würden, wäre das ziemlich super. Ich könnte eine 1 theoretisch würfeln. Ich glaube an dich. Ich habe mich extra von den Kettenhund positioniert, damit du jetzt eine 1 würfelst. Ich glaube nicht an mich. Das war der Plan. Ich glaube aber auch nicht an dich. Welches ist der Ereignisstern uns sicher?
Oh nein. Wir haben Ereignis und Minispielstern. Stern. Stern. Und Marien und Hack haben 3 Sterne. Marien und Hack sind auch nett. Das ist richtig. Danke. Nicht du, ich rede von Marino und Hack. Okay. Hey, ein Stern, ein Wickler, ein Flatter. Ah nee, doch nicht. Er ist nur Klepto, der Bro. Zu wem soll ich denn hin? Ich weiß nicht. Hier. Das ist eigentlich total egal, weil es die letzte Runde ist. Ja. Na, Ziggy wollte, dass ich zu Ziggy gehe. Also gehe ich zu Ziggy. Jetzt geht er mir auch noch fremd. Das ist gut. Ich gehe dir nicht fremd. Ich treffe nur andere Leute. Das ist alles. Night, night, fight. Popstoppy Runners. Oh nein. Also macht eure R-Taste schon mal bereit. Wie, ich bin ready. Ready. Rar. Ich mag, dass die Brennpflanzen noch ihr altes Design haben. Warum auch immer. Wann wurden die eigentlich redesigned? Ach so. Oh, das war A, ne? Nein, das war X. Was? Ich hab keine Ahnung. So, entweder X oder A. Sorry. Hä, ich hab doch X ich hab X und B verwechselt, ich Idiot. Wie kann man X und B verwechseln? Ja, ich hab... Seid ihr dumm? Ja. Ja. Sehr gut. Wieso fragst du uns sowas? Das ist doch... Liegt das doch war eine rhetorische Hand. Frage. Guck, hier ist meine Hand, es liegt doch drauf. Zeig mir deine Hand, gib mir deine Hand. Ich will sie sehen. Ha. Nimm sie! Ja, ich versuch's doch, gib sie! Bro, komm schon! Oh. Der Minigame ist da. Pipi machen. Geht an. Keine Sorge. Die Dino-Cousins. Der Stonkstar. Geht an. Die Dono-Cousinos. Dono. Und der Happening-Star geht an. Raid Shadow Legends, die Sponsors von diesem. Verheil deine. Bye-bye. Oh nein, wer hätte das gedacht? Oh Mann, Dr. Yoshi gewinnt mal wieder. Wer hätte damit gerechnet? Was? 10 verdammte Sterne. 10 Sterne ist schon eine Hausnummer. 4. Oh, hätten wir das letzte Minispiel nicht gewonnen, hättet ihr den Münchstern noch bekommen. Münch... Oh nee. Ja doch. Eine Münze mehr. Eine Münze. Hättet ihr das Minispiel gewonnen, hättet ihr gewonnen. Fragezeichen Space. Ziggy ist 3-mal auf Bowser gelandet. Und ein Hurensohn fällt. Nee, 2-mal. Hier ist der Graf. Cool. So Leute, das war okay. Mario Party 5 für heute. Und jetzt noch eine Kartenparty. Nein, Hack muss auf die Toilette. Ich muss gehen. Okay, dann ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Mario Party 5 spielen. Bis dann. Oder und, 1. Bye bye. Nein, oh, ciao. Gute Nacht.